Hallo und herzlich willkommen zu Ask Ray, unserer vierten Folge. Und wir befinden uns hier im Planetarium. Wir sind zuletzt mit dem Aufzug hier nach oben gefahren und ja, wir haben jetzt hier drei Auswahlmöglichkeiten von wegen. Aber ich bevorzuge mal hier, der sieht ganz schick aus. Vermute auch, dass die anderen beiden vielleicht nach da unten führen, ich weiß es nicht. Orion ist der Schlüssel. Wir haben einen Zahlencode. Orion ist der Schlüssel. Unser nächster Hinweis. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was Orion ist. 175? Was haben wir eigentlich hier? Ja. Okay, wir gehen mal nach da unten, weil da sind noch so ein paar Schilder, vielleicht steht da irgendwas drauf. Gemini. Ich denke mal, die Sternzeichen sind hier alle nach einem Namen benannt. Canis Major. Seltsame Namen. Monocerus. Orion. Orion, das hatten wir auch eben gelesen gehabt, dass Orion der Schlüssel sei. Und Lepus. Ja, ich denke mal, die anderen sind uninteressant. Denn uns wurde ja gesagt, dass Orion unser Schlüssel ist, beziehungsweise unser Hinweis für irgendetwas. Ja, jetzt gehen wir nochmal hoch zum Teleskop, weil ich hatte, glaube ich, eben gesehen gehabt, dass sich die Zeit verändert hat mit dem Anschauen eines anderen Bildes. Ja. So, das hier war unser richtiges Sternzeichen, deswegen bleiben wir einfach mal da drauf. Oder warte mal, wir testen mal gerade, was ist denn, wenn wir jetzt nach da hin switchen? Ah, okay, die Zahl verändert sich. Dann bleiben wir jetzt erstmal hier. Was hatten wir da stehen gehabt? 075. Und geben das einfach mal jetzt hier bei dem Tresor ein. Und vielleicht haben wir da der Glück und beziehungsweise Erfolg und haben es auch direkt raus. Ja, wer sagt's denn? Pick it up, Basement Key. So, wir haben unseren Kellerschlüssel. Ja, jetzt, wie kommen wir zum Keller? Keller heißt ja eigentlich immer nach unten. Der Aufzug leuchtet grün. Vielleicht bringt er uns jetzt automatisch nach unten. Weil wir können ihn nicht umsonst wieder runterfahren. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier kommen wir nicht her. Hier war sonst auch nichts, oder? Warte mal. Oh. Fall nach oben, Fall nach unten. Aha, okay. Hier kann man auch längere Zeit für brauchen, um zu wissen, dass man hier wieder zum Keller kommt. Und jetzt befinden wir uns im Keller. Oh nein. Ich ahne schon Schlechtes. Aber wir können natürlich mal wieder alle Türen öffnen. Ja, lass uns doch
alle Türen öffnen können. Das ist doch kein Problem. Hier haben wir eine Batterie. Hier haben wir einen Raum. Noch mehr Batterien, aber ich habe doch eh die Batterie. Ich habe mein Akku ist voll. Beziehungsweise die Batterien sind voll. Wenn ich einen Akku hätte, bräuchte ich ja keine Batterien. Oh Scheiße. Warum hören wir ihn diesmal nicht? Mal hier. Da schauen wir gleich mal nach. Möchte ich erstmal gerne hier. Ich hoffe nicht, dass das hier unser Weg ist, den wir entlanglaufen müssen. Oh, Scheiße. Ganz langsam. Zurück. Wir verstecken uns einfach mal hier. Ich hoffe, der wird jetzt den Weg da hinten entlanglaufen. Da können wir eigentlich an dem vorbeilaufen. Okay, jetzt hören wir ihn wieder. Oh, dieses ekelhafte Atmen. Scheiß Asthma-Anfall da. Ganz schnell rennen. Ah, ich glaube, was ist denn, wenn wir jetzt hier mal durchgehen? So. Den Schalter können wir nicht betätigen. Mein Gott, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Jede verfluchte Tür lässt sich öffnen. Versperrt? Ja, hat ein bisschen sparsamer mit unserer Taschenlampe umgehen. Ich bin auch immer wieder blöd, ey, dass ich mir die Tür immer voll in den Kopf knalle. Diesmal nicht. Wir haben dazu gelernt. Ein Raum. Ein sinnloser Raum. Pick it up, Dynamite, ey, wofür brauchen wir denn Dynamite? Muss ich die Bude jetzt in die Luft sprengen, oder wie? Da brauche ich aber ein bisschen mehr als Dynamite. Na, vermute ich mal, dass wir jetzt den anderen Weg nutzen können. Denn hier war ja sonst überhaupt nichts mehr. Scheiß Licht flackern. So, die Tür hatten wir, glaube ich, eben geöffnet. Die Steine rum. Be careful when transporting the dynamite. The stuff is particularly sensitive. Even the impact from dropping it could set it off. Just to be safe, we should keep a far distance from the own carrying it. I wouldn't like to be near them at even of an international detonation. Okay. So. Oh yeah.
Ja. Wir sollen aufpassen. Aber nicht, dass wir jetzt da irgendwie hinten was mit dem Schalter tun sollen. Denn ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme. So, und da war ja überhaupt nichts mehr gewesen. Zünden das Dynamit jetzt mit einem nicht identifizierbaren Stein an. Scheint nicht zu funktionieren. Auch nicht. Ich muss mal lesen. Ja, wir sollten einen sicheren Abstand halten, aber kann ich hier mit irgendeiner Taste? Nee. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh, wo ist denn unser Stein hin? Oh mein Gott! Was haben wir gerade getan? Hat das jetzt echt funktioniert mit dem Stein? Das Blöde ist, dass. Entdeckung! Verstehe ich gerade echt nicht. Kann doch nicht sein, wie haben wir das denn jetzt gerade gezündet? Ich war nur ein bisschen rumgewackelt. Oh, gleich erschrecke ich mich wieder. Okay, ja. Ich glaube, das war ein Fehler in der Programmierung hier. Ob wir das jetzt richtig getan haben, ich bezweifle das, weil ich glaube nicht, dass wir sterben sollten. Aber naja. Wir haben es geschafft. Ach du Scheiße. Ey! Du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Nein, da runter will ich nicht, ich will nur da hinten. Okay. Wir sind runtergefallen. Der Weg sah doch eben noch so schön aus. Wir haben ein Lagerfeuerchen. Was hat das hier unten errichtet, ey? Sieht aus wie Hölle nur und schön. Ein paar leuchtenden Pilzen hier. Komme ich mir vor wie bei Avatar. Vielleicht sind wir auch blauer Mensch. Was ist das für ein seltsames Regal? Etwas groß geraten für diesen Raum. Und da oben dran kommt auch überhaupt jemand. Hier haben wir hier so. Oh, Scheiße! Oh, 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 oh!
Ich bin da, Fuchs. Scheiße. Unsere besten Freunde sind wieder auch am Start hier. Sechs Frühen. Keine Ahnung. Ja. Für diese schlimme Stimme antun hier. Ich will einfach mal Maul stoppen, ey. Das ist ekelhaft. Bei dem muss ich mich echt umschauen. Ihr kennt mich echt schlecht hier. Nicht, dass wir gleich in einem blöden Mistfeder in die Arme laufen. Achso. So, jetzt brauche ich nur etwas zum draufstellen. Das ist ein seltsames Geräusch. Da kommen wir nicht durch. Eine Kiste wäre nicht schlecht. Steine kann man nicht nehmen, oder? Nee. Dann haben wir hier irgendetwas. Doch. Dann nehmen wir einfach den Stein. Sollte vielleicht auch mal das Licht, meine Taschenlampe benutzen. Dann erkennt man natürlich auch ein bisschen mehr. My mind is playing tricks on me. Over the last day that we've been down in this dank pit, I've been seeing this that we went there. Doorways where there are known strange shadow apparitions. I've even seen John at the end of a narrow corridor, knowing full well that he was in front of me as we made our way deeper into the caverns. This darkness is soft coating the confines of this stone corridors are not what I had expected of adventure. I'm very much regretting my decision to come alone. I'm not sure how much more of this I can take. Klingt natürlich sehr berauschend. So, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Wir verwenden eine Kiste und klettern das Fenster hinab. Hinab, ne. Oh, da habe ich doch mal. Okay, nichts gesagt. Ah, ich glaube, das war sogar richtig. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Nee. Ich gehe einfach durch. Ein Weg zurück gibt es jetzt scheinbar nicht mehr. Kann man hier runter? Oh, da ist ja auch schon wieder einer. Sieht aus, als würde hier ein Rädchen drankommen. Und durch das Tor kommen. Also müssen wir diesen Weg nach dem Weg runterlaufen. Was? Hä? Wo? Ach, der ist noch nicht gesehen. Ich bitte euch. Ich habe ihn weder angeleuchtet, noch war ich in seiner Nähe. Hier unten ist auch irgendwie nicht. Oh shit. Oh mein Gott. Oh doch, da haben wir, glaube ich, ein großes Zahnrad. Sollen wir das jetzt echt mitnehmen?
Nein, wir können diese Abkürzung nicht nutzen. Kommt der entlang? Oh, scheiße. Jetzt kommt er doch hier hoch, oder? Ah! Oh mein Gott! Scheiße, was mache ich denn jetzt? Der hört gar nicht auf, uns zu verfolgen. Oh Mist. Ich gehe runter. Ha! Was? Oh Gott, er hat aufgehört. Unsere Chance. Rennen! Er sieht uns nicht. Jetzt warten wir mal ein bisschen ab hier, ansonsten sieht uns echt noch wieder. So, jetzt können wir los. Okay. Wie doof war das denn jetzt? Ich schmeiß auch Zahnräder gegen eine Wand und öffne damit ein Tor. Oh mein Gott! Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Boah. Ich will hier raus. Okay. Ich hoffe, wir haben unendlich Ausdauer unter Wasser. Ist das hier richtig? Scheint so. Ja. Okay. Die Soundeffekte, die filmen hier natürlich so ein bisschen, wenn man jetzt gerade zum Beispiel da in den Abgrund fällt. Ich habe überhaupt nichts gehört. Und Steine raschen und so weiter. Da wurde echt gespart. Aber nein, man kann nicht viel erwarten. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass wir hier unseren nächsten Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich bin echt gespannt, wie es hier noch weitergeht und wie wir auch jetzt hier weiterkommen. Ah ne, hier ist ein Weg, okay. Ne, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es heißt Let's Play Astray. Bis dahin, ciao, ciao.